So geht es auch weiter mit unseren Häuschen hier. Soweit sind wir schon gekommen. Und wir machen weiter mit dem Schlafzimmer, habe ich jetzt gerade beschlossen, spontan. Und da bietet es sich ja an, die Betten hier genauso hinzustellen. Gibt es die eigentlich so in rosa oder so? Nee, die gibt es leider nicht so passend. Aber wir müssen mal gucken, ob wir hier so ein Bett finden, was irgendwie. Na, dieses rosa Problem hatten wir schon mal, erinnere ich mich. Wobei, wir können auch diese schwarzen Betten nehmen. Und dann schauen wir mal. Dann ist das so ein bisschen einfacher gehalten, ne? Das muss ja jetzt nicht das High-End sonst was sein. So. Sehr schön. Platz für einen Kleiderschrank haben wir nicht. Ist auch egal. Wir könnten so einen kleinen hier vielleicht noch reinpokeln. Der passt hier ganz gut rein. Aber dann können wir eigentlich auch die Kommoden davon nehmen. Eigentlich auch gleich das Bett davon, ne? Dann haben wir ja alles im gleichen Design. Nee. Ja, das ist schon besser. So. Das hat schon was, wenn wir das so machen. Ah, doch, machen wir mal so. Das Bett davon ist aber ziemlich teuer eigentlich. Das ist schon so ein krasses Bett eigentlich. Nee, das ist es gar nicht. Ich habe mich schon gewundert hier. Aber es gibt es in rosa, das Bett. Wenn wir jetzt auch die Sachen hier hell machen, dann passt es auch so in die Optik. Sehr schön. Dann stellen wir das Bett einfach noch so ein bisschen weiter an die Wand. Und dann passt es auch. Schön. Dann haben wir ja das für die Damen hier richtig gut zusammengerichtet. Die werden sich freuen, von einem guten Haus dann in diese Buden da hinten zu ziehen. Aber es dauert ja eh noch ein bisschen, bis sie dahin ziehen. Ja, ich richte erstmal grob ein und um die Dekoration kümmern wir uns später. Warte, es gibt doch auch perfekt. Es gibt auch gleich diese Tische dafür. So, dann packen wir die Schreibtische hier mal so in die Ecke. Dann gibt es auch die bequemen Drehstühle dazu. Dann machen wir hier noch so ein Regal hin. Mal gucken. So, eigentlich passt das hier ganz gut hin. So. Und noch ein Sofa. Nehmen wir auch mal weiß. Passt so ein bisschen zum Raum. So, dann gibt es hier tolle PCs für die Damen. Es gibt einen Laptop. Oh mein Gott. Ach so, Freelancer-Karriere. Okay. Gut, ich habe nichts gesagt. Der leistungsstarke PC. Eigentlich passt das hier perfekt für die Damen. So. Wir müssen uns übrigens noch für Vorhänge entscheiden, aber das machen wir noch. Dann können wir noch was Schönes in die Ecke stellen. Ne, wir waren ja schon richtig. Ja, eigentlich passt der hier. Denn da nehmen wir den. So. Müssen wir mal überlegen. Wir können natürlich diese Musikanlage hier. Nein, wir können sie da nicht draufstellen. Aber wir können sie hier so daneben stellen. Nee, die ist too much einfach. Die will ich nicht. Die will ich nicht. Wir können sie auch erstmal so lassen. Erstmal lassen wir das so. Dann gehen wir mal runter, kümmern uns mal schnell um die Küche. So, wir fangen mal mit dem Kühlschrank an. Da möchte ich gerne so einen schicken hier hinbauen. So. Und ich finde, die passen auch perfekt in die Küche. So einen müssen wir gleich entfernen, weil da noch der Herd hin muss.
Wo ich finde, der passt hier richtig gut mit rein. Das muss schon so bleiben. So. Einmal dann den Herz für den Nachbarn. Dann kopieren wir auch die Arbeitsplatte schon mal. Dann holen wir uns auch gleich die Eckarbeitsplatte. Sehr schön. So, wenn wir dabei sind. Und hier dann nochmal so ein heller, ja, so ein helles Spülbecken einfach mit hin. Ja, jetzt muss ich gerade mal gucken. Da, Geschirrspülmaschine. Man kann die dazwischen. Ach, das ist so eine Standgeschirrspülmaschine. Da war ja was. Packen wir mal hier hin. Sehr schön. Dann haben wir ja so eine Mikrowelle. Packen wir mal hier hin. Und die Kaffee-Espresso-Maschine, die kommt hier auch mit hin. Wobei die eigentlich geiler ist, ne? Können die sich entscheiden, was die haben wollen? Glaube ich. Sieht nach so einem Ding aus, wo man mehrere Sachen anwählen kann, jedenfalls. So, da mögen es ja edel, deswegen kriegen die so ein Teil in die Ecke. Müssen wir uns nur noch entscheiden. Ja, wobei die hier, glaube ich, die passen ganz gut. Das sind auch edle Stühle. So. Könnte man gucken, ob man da so einen Wintergarten quasi hat hier hinten. Ja, ich wollte auf jeden Fall das Fenster kopieren. Ich wollte ja eigentlich nur die Wand anmalen, aber kopiere gleich mal das ganze Fenster. Dann können wir nämlich so einen Kamin und sowas hier hinbauen. Auf der einen Seite. Ist ein bisschen groß, ne? Hey, ist eigentlich ganz cool. Ja, die sind alle ziemlich groß, deswegen können wir auch gleich den hier nehmen. Wobei, in Beige sieht er vielleicht, aber den gibt es nicht so in Beige. Okay, ich habe nichts gesagt. Den gibt es nicht in Beige, den nehmen wir nicht in Beige. Dann würde ich die Sessel hier so in die Ecke stellen. Ja, die so edle Dinger. Wir können ja mal so runde hier nehmen. Dann könnte man hier... Könnte man irgendwas abstellen oder so, keine Ahnung. Weil das schon ziemlich eng hier ist, ne? Wir lassen das mal weg. Ja, was? Wir packen hier einfach die Waschmaschine hin. Ich glaube, das passt besser. Wobei, weil die Kamine, habe ich jetzt hier schon weggemacht, ja. Die können wir trotzdem hier hinpacken und wir können den Fernseher darüber machen. Aber nehme ich mal schwarz. Hier haben wir die Wand noch nicht angemalt. Jetzt sind aber alle Wände angemalt. Sehr schön. Und dann gibt es hier die edlen schwarzen Sofamöbel. Muss noch einen nach hinten machen. Das ist auch gut. Halt hier hin. Das wird mir bestimmt noch ein paar Mal passieren. Und eine Couch passt hier aber noch hin. Gibt doch auch die Couch davon da, perfekt. Das passt ja perfekt. Schön Stein hier, ne?
Ja, dieses Steinding passt eigentlich ganz gut. So. Wir müssen auch noch so ein bisschen Platz haben. Jetzt nicht der neueste Schnickschnack-Fernseher sein. So, Waschmaschine und Trockner. Waschmaschine. Trockner. Feurige Trockner. Dann haben wir jetzt noch das Waschmittel. Das gibt es, glaube ich, auch im Bad. Unter Deko. Perfekt. Hier ist es schon. Hier können wir eine andere Farbe nehmen. Das haben wir ja drüben bei unseren Lauch- und Pferdemännern auch. Legen wir hier nochmal so Wäsche drauf. Hier stellen wir so den Putzeimer drauf. Sehr schön. Da war noch richtig perfekt das Regal hier drüber hängen. Passt aber auch echt gut hin. Ah, so geht das. Hier haben wir es auch schon so, ne? Ja, hier haben wir es auch schon so. Ja, schön. So. Gästetoilette. Gästewaschbecken. Haben wir es jetzt gleich gemacht? Ja, haben wir, ne? Natürlich gibt es dann auch Toilettenpapier im Gäste-WC. Immer so kleine Details, die müssen natürlich mit beachtet werden. Dann gibt es hier so einen kleinen Spiegel. Oh, wir haben oben, glaube ich, nichts, um die Hände abzutrocknen, ne? Aber gleich mal. So, machen wir mal zwei davon hier hin. Nee, haben wir tatsächlich nicht. So, aber jetzt haben wir es. Falsche Richtung. Sehr schön. So, das Dekorieren dauert wahrscheinlich am längsten. Deswegen wir uns auch erstmal dann im nächsten Part wiedersehen. Und ich das da einfach in Ruhe mache. Wir schauen mal, ne? Ja, dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und dann erstmal ciao und bis dahin.